Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Parasite Eve 2. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier mit den Golems unterwegs, ne? Und sind noch kurz in Dryfield unterwegs gewesen. Und ja, gehen wir doch kurz zu Mr. Douglas jetzt, ne? Weil wir waren auf dem Weg Richtung Finale, Leute. Und die, mit den richtig heftigen Golems beim letzten Mal, die haben mir schon Angst gemacht im Bunker, ja. Und da tut's doch mal gut, hier mal wieder so ein paar, sagen wir mal, relativ normale Gegner hier zu sehen, ne? Und meine Güte, wir hatten keine Muni mehr. Die normale Muni macht sowas von keinen Schaden hier. Hä? Was haben wir denn hier noch? Mensch, Leute. Ah, hier noch eine Spinne. Ah, okay. Ja, okay, das geht aber. Boah, die normale Muni ist so schwach, ne? Das ist unglaublich. Und ja, wir bewegen uns aufs Finale zu. Nummer 9 hat Eve entführt. Ich spiele es jetzt eine Woche später. Und genau, ich würde sagen, wir gehen mal zu Mr. Douglas. Da sitzt er immer noch rum hier. Aber ohne Musik. Okay, wo ist deine chillige Musik hin? Was darf es denn sein? Hast du hier irgendwas? Oh, ei, ei, ei. Nee, Leute, wir brauchen Munition tatsächlich. Firefly, Bugshot, nö, eigentlich nicht. Seien Sie vorsichtig. Doch, 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 ich hätte gerne noch ein paar Granaten, Leute. Nicht viele, nur so 20 Stück oder so. Genau. 33.000 BPs, meine Fresse. Aber der Douglas, der sagt anscheinend gar nichts mehr zu uns. Pff, netter, netter Typ, wirklich. Verstanden, machen Sie weiter. Genau, Baldwin macht auch nichts mehr, der steckt ja mit drin, ne, hier, ne? Und genau, der Wolfin steckt anscheinend hinter dieser Organisation mit drin. Alles klar, Leute. Wir haben Muni gesammelt. Sehr, sehr gut. Jetzt verlassen wir ein letztes Mal Dryfield, Leute. Jetzt kommen wir wirklich nicht mehr zurück. Ja, schön war es hier, auf jeden Fall. Und ja, machen wir uns mal wieder auf den Weg zum Bunker, weil wir müssen jetzt in das Underground Parking zurück. Na, da war ja noch dieser eine Bereich, wo wir noch nicht so sonderlich waren. Und da würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal zurück. So. Ja, Leute, ich hoffe, es geht euch gut soweit. Mir geht's sehr gut. Und jetzt geht hier diese geile Mucke wieder ab, ey. Ich liebe diesen Soundtrack. Richtig gut. So, Leute. Ja, wir machen weiter. Es gibt noch ein Gebiet, was wir cleanen müssen. Nämlich die Mine oben. Und da würde ich sagen, gehen wir einfach mal hin, Leute. Also, wir haben hier alles schon sauber gemacht. Wir sind wieder im Bunker. Leute, wir haben alles sauber gemacht. Außer die Mine noch kurz, die drei Räume. Würde ich sagen, gehen wir da nochmal kurz hin. Schnell, schnell, schnell hier. Genau, wir sind auf dem Weg, besten Wege, das gute Ende zu sehen. Was ich auch sehr, sehr, sehr gut finde, ey. Wirklich, das gute Ende ist so schwierig zu kriegen. Man muss auf jede Kleinigkeit achten. Aber das geht schon. Das geht schon soweit und ja. Genau, die Golems, die haben wir schon alle platt gemacht hier. Es sind nicht mehr viele. Und ja. Genau, vielleicht kommt noch ein kleines Rätsel auf uns zu. Hier der Aufzug. B1 hoch. Genau, wir müssen nach B1 und dann direkt geradeaus. Genau, hier seht ihr die Golems, ne? Die waren schon heftig, ja. Heftiger als diese ganzen Bratzen, die ich da gesehen habe. Aber wir bleiben siegreich. Nach wie vor. Und genau hier hoch müssen wir jetzt nochmal ganz kurz. Entschuldigung. Hier nochmal ganz kurz Gegner töten. Aber hier sind nur Spinnen. Das heißt, ah, Leute. Wisst ihr was? Dann mach hier Dings. Combustion schnell. Weg mit denen. So einfach geht das. Da ist noch eine. Okay. Kein Bock, mich mit denen rumzuärgern hier, wirklich. Oh, so, dann macht ihr kaputt. Zack, 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 zack. Die normale Muni ist so schwach, ne? Das ist unglaublich. Aber gut. Leute, wir sparen nach wie vor Geld. Das stimmt, wir haben jetzt... Wir haben 6.000. Meine Güte, wir können zwei Zauber live freischalten. Ich würde mal sagen, von der Heftigkeit her nehme ich einmal Life Drain. Das heißt, das zieht Gegner Leben ab und fügt uns hinzu.
Richtig cooler Zauber und ich würde euch ganz gerne mal hier diesen Energy Ball zeigen. So, Leute, wir haben 81 MP. Meine Fresse. Gut, wir gehen mal in die Mine. Da ist ein Bowman. Und Leute, dann zeige ich euch das Ganze mal. Hier, Energy Ball. So. Seht ihr das Ding? Seht ihr das Ding? Wir haben einen Energieball, Leute. Und wenn wir jetzt in der Nähe zu einem Gegner gehen hier. 300 Schaden. Meine Güte, ey. 300 Schaden an diesem Bowman hier gemacht. Nicht schlecht. Und dann zeige ich euch jetzt noch kurz den anderen Zauber. Der ist nämlich auch mega geil. Wo ist er hier, der Bowman? Da ist der Bowman. Egal, da müssen wir erstmal ausweichen. Und hier. Mach jetzt mal hier. Life Drain. Zack. Auch 309 und als HP hinzugefügt bekommen. Also richtig geile Zauber. Nur die kosten übertrieben viel MP, Leute. Übertrieben viel MP. Aber das ist nicht schlimm, die können wir ja nacheinander, nach und nach wieder auffüllen. Wie ihr seht, richtig geile Zauber. Da haben wir uns auch ein paar Granaten gespart durch, ja. Was haben wir hier wieder? Fledermäuse. Heieiei. Gut, dann mach hier Plasma. Hier mache ich einfach Plasma bei diesen scheiß Fledermäusen. Und schon sind sie alle weg. Ja, das ist richtig cool. So. Aber das war's, glaube ich, auch schon, oder? Mehr ist hier nicht. Nein, Leute, mehr ist hier nicht. Wir können mit der Story weitermachen. Wir haben alles sauber gemacht, Leute. Sehr, sehr gut. Ich würde sagen, hier war es ja auch so gruselig damals, ne? Da habe ich auch richtig Schiss bekommen hier. Aber ja, gut. Wir können ein letztes Mal hier durchgehen. Ja. Holen uns noch kurz... ja, Muni brauche ich eigentlich gar nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe ja die Granaten gekauft. Wir können eigentlich direkt, ja, ins Underground Parking gehen jetzt. Richtig. Würde ich sagen, machen wir das einfach mal. Wieder hier runter rein in den Bunker. Los. Meine Güte, der Bunker in riesigem Gebiet. Aber ich finde, ja, richtig geil gemacht. Auch mit der Spannungskurve jetzt nochmal am Ende hin. Nochmal diese neuen Gegner hier serviert zu bekommen. Richtig geile Idee. Wirklich. Gut, Leute. Dann gehen wir mal ins Underground Parking. Ist, war das hier? Ja, genau, das war hier, richtig. Und ja, dann fahren wir mal hier raus, kann ich euch schon mal sagen. Also wir fahren hier raus tatsächlich, ja. Wir bleiben nicht die ganze Zeit im Bunker. Gut. Gibt es jetzt nämlich hier, Leute, hier vorne ein Garagentor, genau. Als wir das letzte Mal waren, war hier kein Strom. Allerdings jetzt das Bedienungsbild für die Abstellplätze. Schaut mal da. Oh, die Lampe leuchtet. Wer hat den Strom angemacht? Ja, genau, Leute. Genau, Leute, wir haben hier ein kleines Mini-Rätsel und zwar auf den Plätzen, das ist quasi für, um jetzt ein Auto rauszuholen, diese Dinger hier, die bewegen die grüne Lampe. Das hier in dem Fall 2 nach unten. Das hier in dem Fall 1 nach unten. Das blaue. 2 nach rechts und das gelbe 1 nach rechts. So. Allerdings wollen wir auf die 13, weil die 13 orange ist. Würde ich mal sagen, machen wir die blaue mal weg. Und dann haben wir das schon. Gut, dann können wir das Ding callen. Genau. Und dann öffnet sich das und dann schauen wir mal, was hier drin ist. Schau mal, wir haben nämlich gerade den Bonus ergattert hier. Die Kiste war dazwischen geklemmt. Ja, eine Zusatztasche, die brauche ich aber eh nicht. Gut, Leute. Wir haben uns den Bonus geholt, aber eine Zusatztasche brauche ich derzeit nicht. Bestimmt dieser Typ. Er will mit dem Auto weg. Ja, Nummer 9, ne? Ah ja, Nummer 9. Welches Ding war das denn? Wir suchen auf jeden Fall ein rotes Auto. Welches Ding war das denn nochmal? Bin ich jetzt überfragt, muss ich ganz ehrlich sagen. Moment, war das das hier? War das vielleicht die 3? Oder die 15? Könnte auch sein, ne? Es könnte auch die 15 sein. Ich probiere mal die 15. Ich weiß leider nicht mehr genau, welche Zahl das Auto war. Da steht nämlich ein blaues Auto. Kann ich euch direkt mal sagen. Ein Elektroauto. Ich steig mal ein. Falscher Schlüssel.
genau, Leute. Wir brauchen ein rotes Auto. Nicht, kein blaues, das ist so bescheuert, ich weiß, aber es ist so. Wir brauchen ein rotes Auto, damit wir mit dem Schlüssel hier hantieren können. Gut, dann das nochmal drücken und dann nochmal den blauen. Vielleicht ist es ja die 10, Leute. Wir brauchen nämlich das rote Auto tatsächlich, um da raus zu können. Und? Auch blau. Ach, verdammt. Ja, das kann ein bisschen dauern hier. So, mach mal den roten aus. Vielleicht war es ja die 2. So. Ja, das ist ein bisschen gemein gemacht hier, dass man auch die anderen Sachen auswählen kann, ne? Auch blau, verdammt nochmal. Gut, das gelbe noch. So, vielleicht war es ja die 3, jetzt ist bestimmt die 4. Es ist immer das Letzte, ne? Nein, hier ist das rote. Sehr gut. Ein Elektroauto. Fahren. Der Schlüssel passt. Der Motor läuft. Genau, Leute, wir brauchten das... Wir brauchen das rote Auto. Wir haben es jetzt hier. Es steht auf der Drehscheibe. Ich muss das Tor öffnen. Genau, Leute, wir müssen jetzt hier rausfahren. Und das Riesentor da müssen wir aufmachen. Und zwar hier in diesem kleinen Pult. Bedienung der Drehscheibe. Erstens ist der Drehscheibe vorfahren. Haben wir gemacht. Zweitens ID-Karte durchziehen. Okay. Drittens Tor wird geöffnet. Also, wir brauchen eine ID-Karte, Leute. Eine ID-Karte. Nehmen wir mal die Bowman-Karte. Die passt sogar. Sehr gut. Sehr geil, Leute. Dann haben wir jetzt hier das Tor geöffnet. Und eine ewig lange Ausfahrt. Ich fahre lieber mit dem Auto hinauf. Na gut, okay, ja, ja. Du willst also mit dem Auto fahren. Gut, dann würde ich mal sagen, machen wir hier mal GTA. Mit dem Wagen rausfahren, Leute. Raus hier. So, wir verlassen den Bunker, Leute. Wie ihr seht, noch nicht ganz. Ja, es ist hier irgendwie eingeklemmt. Ein leichtes Gefälle bis ganz nach hinten. Keine Ahnung, wie lange ich zu Fuß bräuchte. Okay. Aber so weit scheint es ja nicht gewesen zu sein. Aber schaut mal hier, Leute. Nochmal ein neues Gebiet. 1F Shelter. Du meine Güte, okay. Alles klar. Was ist hier? Wir müssen raus. Verschlossen. Ich muss wohl zu Fuß weiter. Boah, wir sind jetzt hier in so einem Bunkergang, ne? Hier ist noch eine Tür. Personenluftschleuse. Okay. Moment, hier kann ich mich an was erinnern. Rüste mal den Granatenwerfer aus. Ah ja. Ich kann mich hier an was erinnern. Gut. Los hier. Da! Boah, seht ihr das? Da hätte ich mich fast schon wieder erschrocken, ey. Oh, der hat uns vergiftet, das Schwein. Ja gut, okay. Grau. Oh Mann, oh Mann. So, wo bist du? Da ist nämlich ein unsichtbarer Typ hier. Oh, und wieder hinter mir. Mann, 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 Mann. Weg hier, los. Grau. So, wo bist du denn? Kommst du jetzt mal hier hin? Blöder Golem. Okay, er kommt. Und gegenlaufen und schießen. Sehr schön, Leute. Eine Granate reingewatzt hier. So, wo ist er? Ah, hinter mir wieder. Das ist so ein Schwein, wirklich. Der kann nichts anderes, ne? So, und... Ah. Der lebt noch. Nach 2 Granaten lebt der noch. Unnormal. Wirklich. Was ist los? Ja, hier haben wir tatsächlich nochmal einen Golem. Ja. Und weg mit dir. So, Leute. Tatsächlich nochmal einen Golem hier gehabt. Nicht schlecht. Erst Lackringerlösung. Ringerlösung. Kein Platz. Ja gut, dann tausche es mit dem MP-Wasser. Moment, das kannst du benutzen, ne? Keine Energie liegen lassen. Nein, nein, nein. Sehr gut, Leute. So, genau, wir können hier wieder raus. Gut, wir... Ach, du Heilige. Ach, das sind noch mehr Golems. Ah, krass. Oh. Oh, 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 oh. Ah, nicht reinlaufen, bitte. Genau, schieß deinen eigenen Mann ab. Das ist geil. Das ist gut. Und ein Schwerttyp. Okay. Egal, Leute. Eine Granate. Und am besten noch eine Granate. Und nachladen und lauf. Lauf! Um Gottes Willen. Oh. So,
So, der schießt sich nämlich ab hier, los. So. Und drauf da, los. Seine riesen Granatenwerfer, da schaut euch den mal an. Ja, hei, hei, hei. Okay, hier waren noch mal ein paar Golems. Also. Okay. Interessant. Item erhalten und einen Bonus brauche ich nicht. So, Leute, wir haben hier ein Tor. Die Anzeige steht auf Locked. Ich kann es nicht entriegeln. Ich mache einfach einen Umweg. Ja, wir müssen also zu Fuß weiter. Okay. Gut, wo sind wir denn hier? Wir haben hier Vehicular Airlock. Okay, sehr interessant. Oh, schaut mal da, was haben wir denn hier? Das ist doch das Motorrad von Nummer 9, das ich im Stollen gesehen habe. Auf der rechten Seite ist ein Halfter mit einem Emblem. Kein Zweifel. Hey, das ist doch Eves. Ein Teddybär. Oh Mann. Dieser Bastard. Oh ja, tatsächlich, Leute. Das Motorrad gehört 100 pro Nummer 9. Er muss in der Nähe sein. Wir sind dem auf den Fersen, Leute. Wir sind dem auf den Fersen. Die Anzeige steht auf Locked. Ich kann es nicht entriegeln. Gut, Leute, wir haben einen Teddybär bekommen. Dieser Teddybär ist von Eve, Stofftier. Ein vergammelter Teddybär, ein Auge fehlt. Okay. Ja, Leute, dieser Teddybär ist von Eve. Das heißt, wir sind hier gar nicht mal so falsch. Okay, was haben wir hier jetzt noch? So ein Miniraum, ne? Ja, so ein Miniraum und hier gibt es gar nichts. High Voltage. Was ist denn? Eine Sperre für das Tor, das nach draußen führt. Komisch. Das Passwort wurde schon eingetippt. Okay. Den Schalter drücken. Ja, dann drück den Schalter. Wow. Okay. Nummer 9. Mensch, ich dachte, du wärst so schlau. Warum lässt du das Passwort da eingetippt? Gut. Ui, guck mal, da oben blinkt's. Sehr, sehr schön, Leute. Wir kommen endlich aus diesem blöden Bunker raus hier. Das Schloss ist entriegelt. Ich muss nur noch das Pult. Was für ein Pult? Hier ist kein Pult, ah ja. Ui. Oh, noch mehr Golems. Oh, zwei Stück. Zwei Stück, okay, dann mache ich am besten erstmal den Fernkämpfer weg hier. Ah, der kann uns auch hauen, okay. Gut. Dann mach danach den Nahkämpfer weg. Los, ah ja, schieß da drauf. Ah, verdammter Penner. Wirklich, der hat's abgewehrt. Der hat's abgewehrt, der Sack. Ja gut, okay. Bevor der wieder angestürmt kommt hier. Ja, lass ihn sich halt verteidigen. Ist okay, das kann man auch so abbrechen. Wenn man keine Bock hat zu warten hier. So, Leute. Das war der letzte Golem. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das war's. Das war's mit den Golems, weil ihr seht, wir haben hier nichts mehr. Ein Stapler für Container. Die Batterien sind leer. Containerstapler. Hm? Weil wie ihr seht, wir sind kurz vor dem Riesengebiet. Ein robuster Container. Hier steht chemischer Dünger. Was geschieht mit den Pflanzen in der Neo Ark? Kann man sie nicht umpflanzen? Ein Chemiecontainer. Ja, interessant. Ein robuster Container. Hier steht Felsbohrer. Aha. Sie wollten wohl die Neo Ark erweitern. Mhm. Interessant. Ja, cool, dass wir hier noch so eine kleine Zusatzinfo gekriegt haben. Und ein massives Tor. Geht nicht auf. Ein enorm massives Tor, das nach draußen führt. Oh, ich will hier raus, Leute. Bitte, lass mich hier raus. An diesem Pult lässt sich das Tor öffnen. Ich öffne das Tor, ja, mach auf. Und, Leute, jetzt kommt eine Cutscene. Yay. Ach, du Heilige. Ja, die sind schon übel. Alles klar. Wow. Wir haben tatsächlich mal Hilfe bekommen. Oh mein Gott. Wir sind nicht mehr alleine. Geil.
Boah, die haben die ganz schön aufgemischt. Mein lieber Güte. So, 6. September 2000, das Weiße Haus in Washington. Stimmt, der hat ja auch irgendwie da drin gehangen, ne? Und, wie ist die Lage? So gut wie unter Kontrolle. Okay. So gut wie? Was soll das heißen? Ein Areal ist durch eine Biobarriere geschützt. Genau wie vor 3 Jahren. Vermutlich. Die MITF soll sie doch durchbrochen haben. Es scheint noch eine zweite zu geben. Ist unser Ziel dort? Ich nehme es an. Berichte gibt es noch nicht. Und unser Mann? Wir haben keinen Kontakt. Der Typ sieht so aus wie Kennedy. Okay. Verdammt. Was können wir noch tun? Der Plan D. Wir müssen es vom Orbit aus vernichten. Wie lange dauert der Rückzug? Dafür ist leider keine Zeit. Sie werden als Henten in Arlington bestattet werden. Na super. Und ich soll den Befehl geben? Mr. President. Das Schicksal von 260 Millionen Menschen steht auf dem Spiel. Naja, eher von 7 Milliarden, aber okay. Das weiß ich. Präsident ist sich also unsicher. Okay, als ob er wirklich hier alles platt machen soll. Sehr interessant, Leute. 6. September 2000, 15:52 Uhr, Mojave-Wüste, Nevada. Co-Kommandeur, Nebitochondrien. Man hat ihnen was verschwiegen. Das Kind ist die Übel. Das sind die Übeltäter, die diese Kreaturen hervorbringt. Deswegen also der Bioalarm im Bunker. Die Mitochondrien lauern nun irgendwo, um sich einen neuen Wirt zu suchen. Was ist denn da verdammt interessant, ja. Unglaublich. Nun, wir sind alle mit ABC-Schutz ausgerüstet. Ach ja. Glauben Sie denn, dass das was nutzt? Wir haben Berichte über monsterartige Wesen erhalten. Aber Anzeichen von Mutationen gibt es nicht. Okay. Sie sollten trotzdem ihre Männer untersuchen lassen. Boah, Militär hier. Verstehe. Ich werde es anordnen. Wie steht's eigentlich mit Ihnen? Sir. Okay. Entschuldigen Sie mich. Labern da irgendwas, okay. Irgendwas, was wir nicht mitkriegen sollen, also. Okay. Gut. Eve. Oh. Och nö. Agent Bayer?
Agent Brea. Eine schlechte Nachricht. Wir haben das gesamte Areal durchsucht, aber den Riesen und das Kind konnten wir nicht finden. Okay. Es war niemand mehr da. Verstehe. Haben Sie auch wirklich alles durchsucht? Ich will ehrlich sein. Da ist eine Stelle, wo wir nicht hinein können. Ich weiß, wo es ist, ja. Also doch. Haben Sie eine Idee? Ja. Ich denke, ich kann es knacken. Darf ich also rein? Ach, du willst doch nochmal rein, ernsthaft? Ja gut, wegen Eve, ne, klar. Na gut. Wir haben den Bunker gesichert. Mit Ausnahme der unteren Etagen. Oh, tatsächlich, okay. Seien Sie also vorsichtig. Danke. Ah, wir können also Eve retten, Leute, wow. Ja, wir sind jetzt hier mitten im Militärcamp. Schaut euch das mal an. Heliport. Telefon und eine Box. Richtig geil, Leute. Wir sind in dem Militärcamp. Und die haben uns hier den Arsch gerettet. Jetzt endlich mal. Wie lauten ihre Befehle? Erstens die Terroristen ausschalten. Zweitens den Bunker sichern. So lauten unsere Befehle. Das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Okay. Noch was? Was sind Sie für eine Truppe? Eine Sondereinheit, die dem Präsidenten direkt unterstellt ist. Hier bin ich Leutnant, aber das entspricht einem Armeeoberst. Ich habe weitgehende Befugnisse und ordnete Ihre Rettung an. Oh, sehr interessant. Ich sage Bescheid, wenn wir Ihre Freunde gefunden haben. Ja stimmt, der Pierce, der ist ja auch irgendwo drin. Ne? Mir geht es genauso wie Ihnen. Ich sage mich meine Männer. Ja. Genau, Leute. Oh, wir sind hier jetzt in einem Militärcamp und... Ja, die haben uns endlich mal befreit. Eine Kiste mit Rationen. Gut, hallo Funker. Gibt's bei dir irgendwas Neues? Der Strohstrupp hat in der Ortschaft nichts gefunden. Verstehe. Sie erfahren es als Erste. Mhm, okay. Die Funkwellen gelangen nicht bis in den Bunker. Na gut. Ich muss das Telefon. Kopf hoch. Wir werden sie schon finden. Danke. Noch irgendwas? Tut mir leid. Ich bin beschäftigt. Oh, sorry. Ja, wir sind mal ein bisschen aufdringlich hier. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, telefonieren wir ganz kurz. Ein Funkgerät mit einer Kodierungsfrequenz. Kann ich das Funkgerät mal kurz benutzen? Sir? Gut, Sie dürfen. Alles klar, cool. Rupert. Okay. Ja. Wir durchleuchten gerade Hells Akten. Es sieht so aus, als ob wir alle in einem teuflischen Fall mit hineingezogen worden sind. Keine Sorge. Finde du diesen Kerl, okay? Du holst Eve und Pierce heraus, klar? Oh, krass. Okay. Och nö, da ist schon meine Uhr wieder. Och, Mann, oh. Verstehe. Verstanden. Viel Glück. Bevor wir jetzt hier die Folge beenden, möchte ich mich hier noch kurz umgucken, Leute. Was haben wir denn hier noch so? Eine Karte von Dryfield. Ich lese sie in das GPS sein. Brauche ich doch gar nicht mehr. Warum? Von hier aus ist gar nicht so weit bis Dryfield. Ja, das ist ja auch nicht alles. Vorsicht, das ist Top Secret. Daten der Golems? Wie haben sie die so schnell bekommen? Ja, die waren ja auch militär aktiv, ne? Deshalb ist was? Nichts. Okay. Da ist anscheinend ein geheimer Komplott hier. Sie müssen wohl überall herumstüffeln, was? Ich muss aufpassen, dass ich ihn nicht verärgere. Lieber nicht anfassen. Ja, gut. Na gut. Na gut. Okay. Kann ich Medikamente haben? Sicher. Nur zu. Ach, Ringerlösung. Gut. Habe ich eh noch. Was ist das hier? Kann ich mir was nehmen? Bitte sehr. Airburst-Granaten. Okay. Ja, gut. Aber die brauche ich eher nicht. Gut, Leute, ja, sehr spannend. Wir sind im Militärcamp gelandet und, ja,
Es geht wirklich so aufs Finale zu. Wir müssen nur noch Eve rausholen und das war's dann. Aber das wird eine sehr heikle Geschichte, Leute. Sehr, sehr heikel. Gut, Leute. Das Militär hat uns befreit. Und wie es jetzt weitergeht in der nächsten Folge, die nächste Folge wird die letzte werden, Leute. Kann ich euch jetzt schon mal sagen. Seht ihr beim nächsten Mal. Ich hoffe, dass euch diese Folge trotzdem gefallen hat. Und wenn ja, dann lasst doch gerne ein Like oder Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder bei der finalen Folge. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss, tschüss.